Ja, hallo Leute, hier spricht Motivagent André Heinermann. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Lightroom-Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr innerhalb Lightroom ohne Presets zu kaufen einen schönen Filmlook erzielt. Hier sehen wir ein tolles Foto, also ich finde es jedenfalls schön, von vor 2 Wochen im Schwarzwald. Marco und Katrin, das war ungefähr um 16 Uhr, das Porträt-Shooting. Wir hatten leider nur eine knappe Stunde Zeit. Es war sau heiß, aber es hat richtig Spaß gemacht. Und die beiden hatten das eh so, das ging eh so Richtung Vintage und deswegen passt der Filmlook sehr gut. Also, wie gehe ich an meine Bilder ran? Als erstes schaue ich auf die Belichtung. Die finde ich eigentlich schon ganz okay. Also, wenn ich mir jetzt hier die Highlights auf der Haut angucke, viel mehr geht da eigentlich nicht, ja. Also hebe ich als erstes die Tiefen an. Dann kommt so ein bisschen sein dunkles Gesicht. Die Augen sind so ein bisschen zurück, sind so sehr im Schatten. Das kommt dann so ein bisschen raus, ja. Aber leider auch der Hintergrund. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, dann möchte ich das Bild ein bisschen knackiger machen. Dann hebe ich den Weißpunkt an. Dazu drücke ich Alt, klicke hier drauf und sehe, okay. Das sind schon Pixel, die sind komplett weiß. Ja, ziehe ich jetzt sogar mal runter, weil ich will es nicht ausgebrannt haben. Dann hebe ich den Schwarzpunkt an, mache wieder das Gleiche, halte Alt, klicke auf Schwarz und ziehe es hoch. Runter, Entschuldigung Leute, runter. Und das mache ich immer ein bisschen mehr, so ein paar Pixel dürfen ruhig schwarz, komplett schwarz sein. So, wunderbar. Sieht ja schon einigermaßen knackig aus. Klarheit mache ich bei Portrait-Shootings nie, weil ich finde, die sehen aus wie Zombies dann. Furchtbar. Also höchstens bei Landschaftsaufnahmen, Detailaufnahmen, da spiele ich ganz gerne mal mit der Klarheit. Sättigung nehme ich raus, minus 10. Wir wollen ja einen analogen Look erzielen und nicht so einen super knackigen, durchgestylten Digital-Look. Ja? So, und jetzt kommt der Trick. Ich schalte den Kanal auf RGB, ganz wichtig, und wähle mir eine Punktkurve aus, eine vorgegebene. Könnte mittlerer Kontrast nehmen oder starker Kontrast. Ich nehme jetzt mal gucken. Naja, ich finde starken Kontrast eigentlich ganz cool. So, und jetzt folgende Theorie. Bei analogen Fotos ist das Schwarz nie 100% schwarz und das Weiß nie 100% weiß. Ja, das bedeutet, ich muss hier im schwarzen Bereich die Gradationskurve ein bisschen anheben. Und so bekommt ihr, wenn ihr diese Punkte anfasst, seht ihr jetzt schon, diesen leicht ausgewaschenen Look in den Tiefen. Hier sieht man das. Ja, hier sieht man das ziemlich deutlich. Ich kann es nochmal wieder rückgängig machen. Ups. Ja, jetzt ist es richtig schwarz und so bekommt ihr diesen ausgewaschenen Look hin. Und im Grunde genommen machen die VSCO-Leute, also VSCO-Presets, wer die nicht kennt, das sind Presets, die Filmlooks emulieren. Die machen nichts anderes, als hier an der Gradationskurve rumzudoktern. Das gleiche mache ich jetzt mit den Lichtern, die will ich auch so ein bisschen abflachen. Ja, damit ich nicht so ein reines Weiß habe. So, und jetzt habe ich schon mal so ein bisschen diesen analogen Look. Wenn ich das Bild nachher ausliefer und das Pärchen druckt sich die Bilder aus, dann passen die vom Look her sogar zu den Bildern ihrer Eltern. Ja, es ist einfach dieser typische Fotolook, den man später in der Hand hat. Und das möchte ich gerne erzielen. So, jetzt noch was anderes, was mich an digitalen Bildern stört. Und zwar sind das die Grüntöne. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber die sehen einfach immer furchtbar aus. Die leuchten ganz furchtbar. Und deswegen nehme ich die meistens raus. Gehe ich hier auf HSL, ja, gehe auf Sättigung und klicke mal hier brutal auf Grün minus 34, minus 30 ungefähr. Das gleiche mache ich mit der Luminanz. Die nehme ich auch noch ein bisschen raus. Ja, das hat noch den Effekt, dass das Pärchen gegenüber dem Hintergrund noch besser scheint.
Ja, jetzt finde ich insgesamt wirkt mir das Bild ein bisschen zu kalt. Also schiebe ich mal meinen Weißabgleich ein bisschen Richtung warm. Ja. Super. Das sieht schon klasse aus. So, und jetzt kommt der weitere Trick zu analog wirkenden Bildern. In den Lichtern ist es beispielsweise bei Fujifilm so, dass ein leichter Grünstich drin ist. Ja, das können wir mal machen. Suchen hier so einen leichten Grünstich aus, hier unten irgendwo. Aber dann nur ganz wenig. Wirklich nur ganz wenig, dass man das kaum merkt. Und in den Schatten ist oft ein Orange. Und dann nehme ich eigentlich immer 49. Ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist. Und drehe das so ganz leicht rein. Und dadurch bekommt das Bild so einen freundlichen, warmen Look. Ja, das sieht man jetzt schon mal. Kann man den Unterschied sehen? Ja. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube jetzt erkennen kann, aber es ist wirklich nur eine Nuance. Und ich finde, darauf kommt es an. Schärfen, ja, so ein bisschen. Das Bild ist schon einigermaßen scharf, deswegen muss ich da nicht mehr so viel dran machen. Wir können ja mal gucken. Ja, die Schärfe liegt, ja, die liegt jetzt auf dem Auge. Ja, ist es in Ordnung. Nicht überschärfen. 35 reicht mir da in dem Fall so. Profilkorrektur ist mir in dem Fall so viel zu viel. Ich möchte es gerne dunkler haben an den Rändern, also lasse ich es aus. Chromatische Operation mache ich grundsätzlich ein, da ich mit Festbrennweiten arbeite und wenn ich dann abblende, in dem Fall müsste das 2,0 sogar gewesen sein, 50 mm. Hat man oft Probleme mit Säumen. Also dort, wo Übergänge von hell zu dunkel ist, hat man, sieht man halt diese Farbsäume hier, das nennt sich chromatische Aberration. Das kann man hier auch bei den Objektivkorrekturen nochmal manuell versuchen. Oft schafft es Lightroom, das nicht komplett zu entfernen. Das ist nämlich hier so ein leicht grüner Schein. Dann gehe ich da drauf mit der Pipette, klicke. Ja. Macht da nicht weg. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Vignettierung mache ich meistens nur ganz wenig, wirklich nur ganz, ganz wenig. Also das mag ich hier überhaupt nicht, wenn das so stark ist. Ja, wirklich nur einen Hauch. Dann zeige ich euch einen Trick. Ich arbeite nämlich ungern mit der Vignettierung, sondern mehr mit dem Radialfilter. Ja, die Vignettierung macht halt in jeder Ecke gleich viel dunkler. Ja, jetzt möchte ich aber nur das Pärchen haben und die stehen auf unterschiedlichen Höhen. Also nehme ich jetzt den Radialfilter, ziehe den hier drüber. So, dürfte reichen. Eine Ellipse. Drehe das hier ein bisschen. Versuche das hier über die Gesichter zu bekommen. Lass ein bisschen Platz hier rechts und links, weil im Radialfilter gibt es natürlich einen Verlauf. So, und den könnt ihr hier unter weiche Kante steuern. Den kann man jetzt hart machen. So, ich hoffe, man sieht das. Innerhalb der Ellipse ist es jetzt hell oder normal und außerhalb ist es dunkler geworden. Ich will aber den Übergang ein bisschen weicher haben, damit man das nicht so sieht. So. Und dazu habe ich mir ein Preset angelegt, das nennt sich bei mir Pop. Da habe ich die Belichtung etwas rausgenommen und die Klarheit. Das heißt, alles, was außerhalb dieser Ellipse ist, wird etwas dunkler und die Klarheit wird etwas rausgenommen. Hat den Effekt, dass das Auge mehr ins Zentrum marschiert. Also ich möchte gerne die beiden Gesichter betonen. Ich kann jetzt da mal ein bisschen krasser machen. Dann seht ihr, wie der Hintergrund richtig absäuft. So will ich es natürlich nicht. Ja, ich möchte es gerne so haben. Das wirkt möglicherweise am Bildschirm krass, aber das Pärchen weiß ja nicht, was ihr am Bildschirm gemacht habt. Es sieht eigentlich, am Ende sieht es so aus, als wenn die in so einem kleinen Lichtspot stehen würden. So, und eigentlich bin ich jetzt ganz glücklich. Ein bisschen Körnung noch, aber nur so 5 Punkte. Ich finde die Körnung bei Lightroom nicht super gut, weil sie sowohl in den Lichtern als auch in den Tiefen die gleiche Körnung anwendet. Also wenn ihr mal analoge Bilder euch von nahen anseht, dann ist es so, dass in den Tiefen etwas andere Körnung ist als in den Lichtern. Ja.
Aber das ist erstmal okay, Körnung 5. Und ich finde, jetzt habe ich einen ganz coolen Filmlook erreicht. Da kann ich mir jetzt ein Preset von erstellen und das auf die ganze Hochzeit so anwenden. Wir können uns dann mal angucken, wie das Bild vorher aussah. Ich setze es mal zurück. Ja, flach aus der Kamera. Und nach ein wenig Bearbeitung sieht das Ganze so aus. Also ich nutze, diese Einstellungen sind eigentlich bei mir immer die gleichen. Die Teiltonung mache ich immer. Die Kurve sieht bei mir fast immer gleich aus. Ich nehme eigentlich immer die Lichter runter. Ja, das könnte ich nochmal machen. Da habe ich noch ein bisschen mehr Zeichnung im Hemd. Ich nehme immer ein bisschen die Tiefen wieder rauf. Und da habe ich mir ein Preset erstellt, was ungefähr so aussieht. Das lasse ich über all meine Bilder laufen und dann mache ich nur noch Feintuning, damit ich mich nicht so lange, wie wir jetzt hier zusammen am Bildschirm mit einem Foto beschäftigen muss. Ja, und das war's im Groben und Ganzen. Und jetzt empfehle ich euch, nachmachen und danach Rechner aus, Kamera in die Hand und fotografieren gehen. Macht's gut, tschüss.